Hallo und herzlich willkommen. Ja, eine Zuschauerin von mir, nämlich die gute G-Generation X, hat sich von mir ein Video gewünscht zu dem Thema Hidden Gem. Und da ich ein wenig im Verzug bin mit meinen Pickups, habe ich mir gedacht, das könnte ich ein bisschen kombinieren. Und ich möchte euch heute drei mehr oder weniger unbekannte Schätze zeigen, Spiele, Perlen, wie auch immer, zu jeweils drei Konsolen. Einmal für die Nintendo, für die PlayStation und auch für die Xbox. For centuries and longer, rats have fought tirelessly to repel the incessant frog invasions. Peace was only ever short-lived. Until finally, a young monarch rose to power. King Rattus, first of his name, unified the rat kingdoms under one rule, repelling Greenwort and his kind back to the putrid swamps from whence they came. Crops prospered, families flourished, and the magnificent Crimson Keep climbed ever higher toward the sky. But as time passed, King Rattus the Savior grew old, and the kingdom vulnerable once more. His people grew anxious, some claiming to perceive a faint odor in the air. Greenwort had returned with a ferocious vengeance, amassing an army of unfathomable scale. He burned everything in his path towards the Crimson Keep. King Rattus gazed down upon his withered claws, barely able to hold the crown. He had little hope wielding a sword. So it was decided the crown should pass to Whiskers New. Arise, young prince, for the kingdom needs a hero. Ja, beginnen möchte ich mit dem tollen Spiel Tales of Iron hier für die Xbox One oder Series X, wie auch immer. Gibt es auch für die PlayStation 4, also dementsprechend natürlich auch für die 5 abspielbar. Ich weiß nicht, ob es für die Switch gibt, keine Ahnung. Ich habe es schon angezockt, nicht das hier, ihr seht es jetzt noch verschweißt, aber ich habe schon angezockt bei meinem Kumpel. Und was gibt es dazu sagen? Ihr habt es schon im Trailer gesehen, es ist sehr... ein sehr schickes Spiel, muss ich sagen. Der Stil ist sehr gut. Es ist natürlich ein Indie-Spiel, das ist ganz klar. Dieses Spiel, dazu nochmal ganz kurz, ist, ihr seht es hier, ist eine PG-Version. Es gibt es leider nicht in Deutschland im Handel zu kaufen, also Retail. Natürlich als Download gibt es das schon, aber eben nicht als Retail. Auch nicht für die PlayStation, zumindest bis jetzt noch nicht. Ich habe dieses Spiel gekauft bei dem Anbieter Alza.de, das ist ein tschechischer Anbieter, wird geschrieben ALZA, falls ihr da Interesse zu habt, ich kann euch das auch verlinken. War eine sehr gute Erfahrung, erstens gab es keine Importkosten, klar, es gehört zur EU und die waren sehr schnell, innerhalb von 3 Tagen hatte ich die Spiele da, ich hatte mich noch mehr bestellt, tut mir leid, mein Auge dreht ein bisschen, ich habe ein bisschen Heustupfen. Wie gesagt, dieses Spiel ist ein Indie-Titel, hat einen super schönen Art-Style, Grafikstil und die Kämpfe sind knackig schwer. Da würde ich schon sagen, ist so ein bisschen Souls-like, aber da mich dieser Art-Style sehr motiviert, werde ich mich da dran setzen. Ich bin ja nicht so der Souls-Spieler bisher. Ich werde mich da dran setzen und versuchen, da mich ein bisschen reinzufuchsen. Ich sehe gerade, das ist hier die Crimson Knight Edition. Ich hatte aber vorhin schon geguckt, das sind wirklich nur so ein paar DLCs. Hier ist leider nichts, keine Goodies drin, keine Aufkleber oder irgendein Scheiß, den man eh nicht braucht. Wie gesagt, das gibt es für die PlayStation. Ich müsste nochmal gucken, ob es für die Switch gibt, aber ich meine nein. Zumindest nicht als Retail, eventuell als Things. Müsst ihr mal gucken. Ist auf jeden Fall ein Geheimtipp. Sieht ganz toll aus. Hat eine sehr schöne Vertonung, auch wie ich finde. Die Story ist, naja, gut, die ist mehr so 0815 halt. Königreich wird zerstört von, in dem Fall sind es Frösche. Also, es spielt, also man spielt selber, das wollte ich noch dazu. Ja, ihr seht es ja auch schon, ihr habt es den Trailer gesehen. Eine Ratte oder eine Maus, auf jeden Fall ein Nagetier. Und ist in so einem schicken 2D-Stil. Ja, guckt euch das mal an. Wenn ihr da Bock drauf habt, vielleicht erstmal digital, ist leider noch nicht in Game Pass, könnt mir vorstellen, dass es irgendwann mal kommt. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert. I have imagined it, our downfall, 1000 times. But it still breaks my heart to hear the truth of it. Take a look at this wondrous place.
complete strangers brought together by the fates, to live out our days in a paradise we can never leave. And in all our time together, not a single crime has been committed. Our bond is as simple as it is terrifying. If even one person commits a sin here, every last one of us will die. We've come to call it the Golden Rule. Every moment we're walking on eggshells, and I have grown more and more afraid that our time in the sun is almost up. Someone is about to break the Golden Rule. I need you to talk to my people, help them win their trust, figure out who is about to end our lives. And by any means necessary, stop them. If all else fails, and our darkest fears are realized, I will use my dying breath to give you a second chance. The fate of this city is in your hands. The Forgotten City. Auch ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Ich bin da aufmerksam geworden bei dem guten Jitimin, der hat das mal vorgestellt. Ich weiß nicht, wo ein von seinen Best-of-Videos hat er das vorgestellt. Spielt in alten Rom, das heißt, beziehungsweise spielt erst in der Gegenwart und man wird da so ins alte Rom hinein teleportiert sozusagen oder wie auch immer. Ja, transferiert, ist auch egal. Jedenfalls. Eine sehr, sehr tolle Story hat dieses Spiel. Ich habe es auch beim Kumpel gespielt. Ich habe es hier leider noch gar nicht gespielt. Ich habe es gar nicht gespielt. Mein Kumpel hat es gespielt. Ich saß nur daneben. Und sieht sehr schön aus, sehr hübsch. Für die Xbox One gibt es das leider auch hier wiederum nicht. Als Retail, wie leider sehr viele Spiele nicht. Habe ich auch bei diesem Online-Händler bestellt. Alza.de oder CZ. Oh mein Gott. Da habe ich kein Video mehr gemacht, deswegen bin ich ein bisschen raus. Tut mir leid, Entschuldigung dafür. Obwohl, jetzt habe ich ja nicht mehr Entschuldigung, hat Florian gesagt. Also gut, dann nehme ich das auch wieder zurück. Egal. Dieses Spiel ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Dies gibt es auch für die PlayStation 5, meine ich, und auch für die 4. Aber hier auch ganz normal im deutschen Handel zu bekommen. Sehr schickes Spiel, hier wollte ich jetzt gar nicht allzu viel drüber sagen, ich wollte nur mal zeigen, dass es das eben auch für die Xbox gibt. Könnt ihr euch, wie gesagt, auch im Ausland bestellen. Und war auch relativ günstig, ich glaube so 30 Euro oder so. Ja, als nächstes ein sehr schickes Fighting Game und zwar The King of Fighters Nummer 15 hier in der Omega Edition. Ist vielleicht jetzt nicht ganz so ein Hidden Gem, beziehungsweise Betonung auf Hidden, weil das ist ja doch schon, also die Serie, zumindest bei den Kennern ist oder bei den Fighting-Menschen, die dieses Genre mögen, so wie ich, ist es natürlich schon bekannt. Ne? Aber nicht jeder kennt das, deswegen möchte ich es hier nochmal vorstellen. Ein Fighting-Spiel, sehr bunt, wie häufig schon. Ihr habt den Trailer ja gesehen. Ich habe selber noch nicht gespielt, also ich kenne aber die Reihe. Ich habe mein letztes The King of Fighters Spiel war auf der, ich meine, auf der PlayStation 3. Das hat mir damals sehr, sehr, sehr gut gefallen. Deswegen habe ich hier Day One zugegriffen, weil das, auch diese Omega Edition ist sehr schön. Es ist ein Artbook dabei, ein paar Bilderchen. Leider kein Steelbook, was ich ein bisschen schade finde, aber es war jetzt auch nicht wahnsinnig teuer. Ich meine, 79 Euro oder so. Und die Spiele sind ja eh schon, kosten ja immer jetzt schon so 69, von daher 10, 15 Euro Aufpreis, glaube ich, war es. Und das kann man sich nochmal gönnen. Denke ich mal. Also wirklich ein schönes Spiel, wenn ihr auf, ist ein typisch Fighting Game. Ich weiß gar nicht, ob hier eine Story dabei ist. Auf jeden Fall 39 Charaktere sind hier drin. Das finde ich schon mal ganz gut, dass da jede Menge Abwechslung geboten wird. Ist natürlich nicht so brutal wie Mortal Kombat. Wie ihr seht es ja schon, ist ab 12. Geht ihr in die Richtung von Dead or Alive. Nur würde ich das auch sagen, es ist halt in Japan, von japanischen Entwicklern, wie gesagt, deswegen ein bisschen abgedrehter und sehr, sehr bunt, was ich schon gesagt habe. Ja, weiter geht's mit PlayStation.
心配いらない。手加減はできないぞ。Ja, und hier habe ich ein weiteres Faktenspiel. Ihr habt es jetzt eben gerade schon in den Trailer gesehen. Granblue Fantasy Versus. Auch ein Spiel von japanischen Entwicklern. Das heißt, es ist natürlich auch wieder sehr quietschig bunt. Es hat massive Effekte, aber ich mag das. Ich stehe da total drauf. Es ist nicht, auch nicht so brutal. Ihr seht es hier, USK 12. Das heißt, es ist relativ jugendfreundlich, sag ich mal, oder kinderfreundlich. In dem Fall, dieses Spiel hat leichte Rollenspielelemente, was ich sehr gut finde. Ich habe es auch schon angezockt, nicht bei dem Kumpel, sondern bei einem anderen Kumpel, der eben eine PlayStation 4 bzw. 5 hat. Und ich muss sagen, es hat mir noch einen Tick besser gefallen als The King of Fighters. Aufgrund halt der Rollenspielelemente, aber auch, weil es noch leichter zugänglicher ist als The King of Fighters, obwohl The King of Fighters ist auch relativ anfängerfreundlich. Ne? Also ich kann das ein bisschen schwer sagen, weil ich generell sehr, sehr viel Fighting-Spiele oder gespielt habe, in letzter Zeit jetzt nicht ganz so viel. Deswegen, ich würde nicht sagen, dass ich da Profi bin, aber ich kenne mich da ein bisschen aus. So. Also ich bin da so und habe da ein bisschen Skill, aber wirklich nur minimal. Deswegen kann ich das nicht sagen, weil ich fand es halt am Anfang sehr einfach, auch sehr gut erklärt, ist ein gutes Tutorial und ja. Granblue Fantasy Versus kann ich euch nur empfehlen, hatte ich für 20 Euro auf dem Krabbeltisch mal geholt. Evil has returned and our champions must answer the call. What's this? My heroes wanted to be thrown. Eldred is once again terrorizing the land. Confront her once and for all, and return peace to this world. Discover weapons, items, and artifacts to aid you in your quest as you power up your might along the way, rescuing anyone helplessly caught in the sorceress's chaos. Darkness draws ever closer in the war against evil and sorcery. Will you show courage and fight, or will you fall? Als nächstes habe ich das wunderbare Battle Axe. Das habe ich, ich müsste noch mal gucken, aber ich meine, das habe ich sogar auch für die Switch. Gibt es auch für die Xbox One, aber da leider auch nur digital, selbst auch im Ausland gibt es das nicht als Retail zu erwerben. Battle Axe, was ist Battle Axe? Es ist ein Hack and Slay, würde ich sagen, mit einer, ihr habt es ja auch schon gesehen, deswegen, ich mache immer jetzt die Trailer, gerade bei diesen Hidden Gems finde ich es sehr wichtig, dass ihr da ein bisschen Bildmaterial zu habt und ihr habt es vielleicht schon gesehen, ein wunderbarer Artstyle, ein wunderbarer Grafikstil, alles selbst handgezeichnet. Ich bin auf dieses Spiel gekommen, weil ich mal Support gehört habe, da gab es eine extra Folge, wo jemand halt, den Namen weiß ich jetzt nicht, aber explizit über dieses Spiel gesprochen hat und sehr, sehr empfohlen hat. Und ja, ich habe selber noch nicht gezockt, muss ich dazu sagen, aber es sieht super geil aus. Es ist sehr, sehr schwer, aber es ist nicht so frustrierend schwer. Es ist auf jeden Fall schaffbar, es ist nicht unfair und kann man Solo und Koop spielen. Ja. Auf jeden Fall mal reingucken, gibt es mittlerweile für maximal 30, ich habe es auch schon für 25 gesehen. Sehr, sehr empfehlenswert. Isaac, my dear friend, you don't know what you've done with that cursed music box. Mr. Farber. Good. Time to play detective. What is this? Ja, zu diesem Spiel hier, Song of Horror heißt es nur in der Deluxe Edition hier, kann ich nicht allzu viel sagen. Also ich habe da wirklich nur ein paar Testberichte gesehen, ich habe Trailer habe ich gesehen und hier steht zwar 39,39, aber das ist hier bei unseren Saturn gewesen, das habe ich für 20 Euro bekommen und da habe ich gedacht, okay, das nimmst du mit, weil mir
ja, die Trailer damals halt ganz gut gefallen hat. Ich mag generell gerne Horrorspiele, wenn es nicht so diese Panzersteuerung ist wie bei Resident Evil. Ich meine, hier ist es nicht so. Ich hoffe es zumindest. Ich, wie gesagt, ich kann da nicht allzu viel zu sagen. Aber der Trailer, ihr habt ihn jetzt gesehen, ich fand ihn ansprechend und ja, mal gucken. Es ist nicht allzu brutal, denke ich mal. Es ist ab USK 16. Und wie gesagt, kann ich nicht allzu sagen, viel sagen, aber es hat sehr gute Testberichte bekommen. Und ja, mal gucken. Ne? Ich kann euch vielleicht später mal was zu sagen, wenn ich dazu mal wieder einen Test mache. Jetzt geht's weiter. Wird schon ausschalten. Nee, jetzt geht's weiter mit der Switch natürlich. Schon wieder ein Fighting Game und zwar Samurai Showdown hier in der Neo Geo Collection. Ich meine, das gibt es nur für die Switch, also auf jeden Fall gibt es das nicht für die Xbox und PlayStation, bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Hier noch für 54,99 war dann wirklich der letzte Tag, wo ich nochmal bei Saturn hier in Hildesheim war und das für, ich weiß gar nicht, 10, 15 Euro mitgenommen habe. Wie gesagt, Neo Geo Collection, Neo Geo war früher eine alte Konsole, die 1:1 die Automaten übernommen haben, also von der Grafik her und war damals sehr beliebt, aber auch schweineteuer. Ich glaube, ich kannte niemanden, der das, diese Konsole hatte. Es waren dann auch so mörderschwere Module. Und die Neo Geo hatte sich damals ausgezeichnet, gerade durch die ganz, ganz viele Fighting Games und eben darunter halt auch diese Samurai Showdown. Ich hatte gerade nochmal gelesen, hier ist ein unveröffentlichtes Samurai Showdown dabei, nämlich die Nummer 5. Gab es wohl zuvor nie, warum auch immer, steht hier jetzt nicht. Hier sind, ist noch ein Music Player dabei. Die Grafik ist natürlich für damalige Verhältnisse was geil, jetzt ist noch aber auf jeden Fall okay und Samurai Showdown ist eine uralte Fighting-Serie. Habe ich vor einem halben Jahr oder so, glaube ich, in Game Pass gab es den letzten Teil Samurai Showdown, war sehr, sehr cool und oder ist sehr cool, könnt ihr mal reingucken, falls es das noch gibt im Game Pass. The Disney Tsum Tsum have taken over the toy store in this new party game. Tsum curling. Hit the ice with the teammate. Ice cream stacker. Stack up scoops of ice cream and keep it steady to get a high score. Tsum chase. Don't let the ghosts catch you. Turn into a giant Tsum and fight back. X-Back Coaster. Stay in sync and cross the finish line in record time. It's a high-speed roller coaster race. Spinner Battle. Take your My Tsum out for a spin. Run into other Tsums to knock them out. Round and round run. Make it through an obstacle course made out of blocks. Work together to collect as many jewels as you can. Tsum Tsum Mania. Aim for the UFOs in this shooting game. Bubble hockey. Aim for the goal.
team up with a friend. Disney's Zum-Zum Festival für die Nintendo Switch. Ich meine, das gibt es auch nur für die Switch. Ja, 49,99 stimmt nicht ganz. Ich hatte es damals irgendwann mal für eine 3-für-2-Aktion abgegriffen. Wollte ich immer mal haben. Nicht jetzt natürlich für mich, sondern für meine Kinder. Es hat, es ist so eine relativ mehr oder weniger große Minispielsammlung. Ihr habt den Trailer gesehen. Und ist mal was anderes als diese Mario Party Spielesammlungen. Und da habe ich mir gedacht, boah, okay, es hatte auch sehr, sehr gute Testberichte. Und typisch japanisch, quietschig bunt. Okay, obwohl es ja Disney ist, aber ist glaube ich auch von japanischen. Ja, Bandai Namco. Obwohl, das hat nichts zu sagen. Aber es ist von japanischen Entwicklern und ja, sehr schöne Spielsammlung, zumindest von den Testern, die ich gelesen habe. Ich habe selber in die noch nicht reingeguckt. Werde ich aber demnächst gucken. Leider haben meine Switch, diese kleinen Dinger da, die Controller, da, die sind leider, die funktionieren nicht mehr so richtig. Jetzt erst einer, jetzt der zweite, die haben diesen Drift drin und die Joy-Cons, so heißen die. Und ich müsste mir mal neue besorgen, aber die sind noch so schweineteuer. Vielleicht gibt es ja Alternativen. Wenn ihr mal Alternativen kennt, könnt ihr mir mal reinschreiben, weil ich finde die Originalen ein bisschen arg teuer. Ja, Kunai, ja, grafisch jetzt vielleicht nicht so der Megabringer, vielleicht sogar das grafisch schlechteste hier, was ich euch gezeigt habe, oder mit Sicherheit sogar. Aber auf dieses Spiel bin ich aufmerksam geworden beim guten Andi von den Spielewelten. Der hatte dieses Spiel vorgestellt. Wenn ich es finde, verlinke ich es euch nochmal. Wenn nicht, dann müsst ihr da selber mal auf die Seite gucken von Spielewelten. Kann ich euch sowieso empfehlen, den Kanal. Hier spielt man Tabby. Ihr habt ja einen Trailer gesehen. Ein ja, Ninja Tablet oder so mit verschiedenen Waffen, ist so ein, auch so ein Side-Scroller. Fand ich sehr gut, er hat das Spiel richtig schmackhaft gemacht und da habe ich mir gedacht, oh, da greifst du nochmal zu. Das war hier 5 oder so, ich meine, hier steht auch noch 29 Euro, aber das ist, das war auch in so einer Grabbelkiste. Und ja, fand ich ganz, ganz interessant. Ich habe noch eine Sache, eigentlich wollte ich das Video jetzt abschließen, aber ich habe noch eine Sache, die ich euch nochmal ganz kurz, da muss ich mal ganz kurz runtergehen hier auf den Boden. Ich hatte mich hier nicht hingestellt und zwar kein Spiel. Ich hatte mir immer mal gedacht, ich wollte mir mal diese 3D-LED-Lampen haben. Und zwar jetzt nicht hier in der Bude, so, was weiß ich hier, an Lampen, sondern am Bildschirm. Und ich wollte es immer austesten und schon Staub drauf auf dem Karton. Ich habe mir diese hier geholt, weil diese Philips-Dinger, die sind schweineteuer. Und da habe ich mir Goovy, habe ich mir geholt. Das sind zwei Lightbars, die bringt man hinten am Monitor an. Man kann sie festkleben oder man kann sie auch hinstellen. Und ich finde, das passt jetzt ganz gut zu einem Pickup, weil in dem Fall ist es für mich auch ein Hidden Jam, weil die richtig, richtig gut sind. Also die machen ein tolles atmosphärisches Licht. Ich habe sie noch nicht am Fernseher, ich habe sie am Monitor angemacht und ja, fand ich richtig cool. Bei sehr schnellen Bildwechsel kommen die ein bisschen hinterher, es dauert ein bisschen, haben so einen kleinen Lag drin. Aber wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ein Strategiespiel habt oder so ein Adventure, also langsamere Spiele, da passt das sehr gut. Es vergrößert jetzt nicht unbedingt das Bild, wie man das so vielleicht denken könnte, wie ich es gedacht habe, so, also ne, vergrößert ist Quatsch, aber so von der Atmosphäre so, aber es macht ein tolles, stimmungsvolles Licht, man braucht sonst gar keine andere Lichtquelle und ja, es ist toll, wenn meine Kinder hier am, ich habe hier zum Beispiel, habe ich jetzt mitgespielt Pokémon Arceus, das müsste ich beim nächsten Mal Pickup mal zeigen, das habe ich mich geholt, da spielt meine Tochter und dann sagt sie auch immer, mach mal das Licht an, Papa, das sieht zu toll aus irgendwie und dann hast du halt ganz viel Grün, der Himmel ist dann so blau, also zweigeteilt, echt tolles, tolle Sache, ich habe es für 62 Euro gekauft, wenn ihr das mal wieder im Angebot seht, solltet ihr zugreifen, falls ihr da Bock habt, hat super funktioniert, Einrichtung war total simpel, man kann es auch mit WLAN verbinden, dann mit
mit dem Smartphone steuern, muss man aber nicht. Man kann das Ganze auch so machen, also manuell, weil das ist eine kleine Kamera dabei, die stört aber nicht groß, die immer halt so die Lichter abfilmt und das Signal weitergibt an diese Leica. Das kann ich euch nur empfehlen. Wie gesagt, ich habe es für 62 bei Amazon und ja, ich bin richtig begeistert und ich habe auch vor, mir das für meinen großen Fernseher zu besorgen. Das war's, das waren meine Hidden Gems. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so an Hidden Gems habt. Vielleicht gibt es ja was, was ich noch nicht kenne, bestimmt sogar. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.